Nun zeigen wir euch die sonografische Untersuchung der Leberpforte. Ich setze den Konvexschallkopf im Transversalschnitt im Oberbauch auf und bitte den Patienten, tief einzuatmen und die Luft anzuhalten. Ich verringere nun erstmal die Eindringtiefe und stelle das Auge dar. Hier habe ich die Arteria mesenterica superior. Darüber verläuft die Vena lienalis bzw. Vena splenica und ventral davon das Pankreas. Die Vena lienalis mündet dann in das Konfluens der Vena portae, welches sich hier so tropfenförmig darstellt. Wenn ich den Schallkopf dann etwas im Uhrzeigersinn drehe, kann ich die Vena portae im Längsverlauf bis in die Leber darstellen. Im Color Mode kann ich nun sehen, dass ein Fluss in der Vena portae besteht. Der Patient hat also keine Pfortaderthrombose. Als nächstes achte ich auf Lymphknoten im Bereich der Leberpforte. Nochmal zwischenatmen bitte und einatmen und die Luft anhalten. Dafür schwenke ich einmal diesen sogenannten rechte Schulternabelschnitt durch die Leberpforte, drehe dann den Schallkopf um 90 Grad und schwenke auch nochmal im Rippenbogenrandschnitt durch die Leberpforte. Ich kann hier bei diesem Patienten physiologischerweise keine Lymphknoten darstellen. Weiteratmen bitte. Ich stelle mir die Vena portae nun noch einmal ein und mache den Color Mode an. Nun suche ich die Arteria hepatica communis und den Ductus hepatico-cholidochus, kurz DHC, auf, welche beide neben der Vena portae verlaufen. Das ist die Vena portae und hier sehe ich die Arteria hepatica communis, welche einen Puls aufweist und sich so um die Vena portae herumschlängelt. Die andere echoläre Struktur, die neben der Vena portae verläuft, jedoch keinen Fluss aufweist, ist der DHC. Ich drehe den Schallkopf nun ein bisschen, sodass ich den DHC möglichst im Längsschnitt darstellen kann. Sobald ich den größten Durchmesser darstellen kann, freeze ich und kann den DHC einmal ausmessen. Der Ductus hepatico-cholidochus hat physiologischerweise einen Durchmesser von unter 6 mm. Bei Zustand nach Cholezystektomie sind bis 9 mm normal. Bei diesem Patienten ist der DHC besonders gut darstellbar. Dies ist nicht immer der Fall. Wichtig ist, dass ihr die Leberpforte gut durchmustert. Wenn ihr dann keinen DHC darstellen könnt, ist er nicht vergrößert und somit physiologisch. Ich bitte den Patienten nochmal tief einzuatmen und die Luft anzuhalten. Hier kann ich sehr schön den DHC darstellen. Und wenn ich den Schallkopf nun weiter nach kaudal schwenke, kommt die Gallenblase ins Bild. Die im Color Mode ebenfalls kein Flusssignal aufweist. Dieser Patient hat vor kurzem gegessen, weshalb die Gallenblase nun relativ klein ist. Nochmal weiteratmen. Systematisch sucht man die Gallenblase auf, indem man in den Sagittalschnitt etwa in der Medioklavikularlinie geht. Dort findet man die Gallenblase an der dorsalen Leberfläche. Ich verringere nochmal die Eindringtiefe. Ich durchmustere die Gallenblase in zwei Ebenen und achte dabei auf Binnenstrukturen, wie beispielsweise Steine oder Sludge. Diese sind hier nicht vorhanden. Dann stelle ich mir die Gallenblase in größter Ausdehnung dar. Mache Freeze und messe die Größe der Gallenblase aus. Außerdem messe ich die Wanddicke der Gallenblase. Dies würde ich optimalerweise präprandial tun.
Dann ist die Gallenblasenwand zart und eine Wanddicke von bis zu 3 mm kann als Normwert angesehen werden, wobei die Angaben auch hier je nach Quelle schwanken. Postprandial kann die Gallenblasenwand einige Millimeter mehr messen. Die Strukturen, die hier im Bild entstehen und so septenartig aussehen, entstehen dadurch, dass die Gallenblase etwas abgeknickt ist. Das ist physiologisch.